Willkommen bei Most Man Movie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gut, dass ich wieder hier bin. Ja, ist immer noch Klemmbausteine-Zeit, würde ich sagen. Und wir machen heute mal das hier. Ja, hatte ich schon gedacht, ich ziehe jetzt einen riesen Karton raus. Ist aber nicht. Wir machen das 7 Plus Guardians of the Galaxy Headquarters. Das ist aber dann ein kleines Headquarter. 76253. Ja? Das ist ein Plus 7 Dingsy. Da ist der Chef Charlie dabei. Wie heißt er? Der Groot ist dabei. Und der. Ja, der Lord. Ihr wisst, wen ich meine. Der Lord ist dabei. Star-Lord. Jetzt er. Der Star-Lord ist dabei. Genau, den machen wir. Und ja, das wäre schon ein bisschen wenig, oder? Was sagt ihr? Hauen wir noch einen drauf, oder? Komm, wir hauen noch einen drauf. Dann machen wir noch den. Machen wir den auch noch. Ich meine, weil es gerade da ist. So, hier. Gucke. Das hier machen wir. Das Guardians of the Galaxy Flaggschiff, die 76255. Ja. Ich finde die Farben geil. Ganz ehrlich. Die Farben sind cool. Rosa, Türkis, wahrscheinlich Sticker. Wir wissen es nicht. Wir werden es herausfinden. Warum wir das herausfinden? Erstmal hier Marvel. Ich mag den Karton, ist tatsächlich cool. Ich finde die, hier ist nichts. Hier ist auch nichts mit ein bisschen was. Und das auch nichts. Aber hier, das ist schon schick gemacht, finde ich. Die Rückseite ist dann wieder so, was uns alles erwartet. Schon schick. Die Kartons sind cool. Also die Marvel-Kartons finde ich immer am coolsten eigentlich. Fand ich bisher. Aber Indiana Jones hat es getoppt natürlich. Indiana Jones toppt alles. Aber wir sind heute bei Marvel. Warum wir das machen? Weil ihr bei Mosman Steini gelandet seid. Ja, haben wir es geschafft, würde ich sagen. Haben wir mal hier die 76253 und die 76255 aufgebaut. Warum haben wir es gemacht? Mal was können, gell? Und ja, was gibt's? Beim kleinen Set gibt es zwei Sticker, gell? Hier, die da und keine Geheimnisse. Klein Groot ist dabei. Wir kriegen von den Schulterpolstern, kriegen wir einen Ersatz tatsächlich. Hier. Kriegen wir nochmal einen Schulterpolster, falls wir noch einen gut haben. Den können wir dann pimpen. Ja? Ist doch nett. Und das ist übrigens, was übrig bleibt von beiden Sets. Ist jetzt verhältnismäßig wenig, wenn ich da an das Megaset denke. Aber es bleibt ein bisschen was übrig. Schwerter. Das ist natürlich geil. So, was gibt es zum kleinen Set zu sagen? Zwei Figuren, der Groot und ja. Und so ein kleines Tischchen. Mit Kaffeebecher natürlich, weil und zwei Werkzeugen. Das ist ja hier, wie heißt das? Ist diese, ich muss noch mal nachlesen. Das ist ja hier das Headquarter, also HQ. Für Airsoft-Zocker, die wissen Bescheid. Das ist HQ. Und das HQ ist schon
kommt eher schwach auf den Rippen daher. Gell? Hier, so ein kleines Sagu. Ja, Sticker, Sticker. Ich finde es cool, dass hier wahrscheinlich auf Japanisch Guardians of the Galaxy steht. Oder auf in irgendeiner Sprache. Wenn einer weiß, was das für eine Sprache ist oder ob das nur so Symbole sind aus dem Marvel-Universum, schreibt es in die Kommentare. Gell? Ja. Da geht es um die Figuren. Ganz einfach. Aber wir kriegen Werkzeug. Wir haben hier auch Werkzeug, eine Schaufel und einen Hammer und eine Axt. Ich weiß jetzt nicht warum, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, so wie ihr alle. Ihr habt ihn auch noch nicht gesehen. Aber der Kaffeebecher ist da. Kaffeebecher zieht sich ja über einige Sets, das wisst ihr ja. Ja? So, wir kommen zu den Figuren. Ja, wir haben hier den Star-Lord natürlich. Ich finde die tatsächlich recht gut bedruckt. So. Das alles, er kriegt zwei Wummen, da ist sogar noch eine Ersatzwumme dabei. Hinten bedruckt, die Beine sind bedruckt, das ist natürlich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das läuft. Ich mag sein Gesicht auch, ich finde, man erkennt ihn auch ganz leicht. Er hat noch so eine, boah, ja, er hat noch so eine Wendevisage, quasi so und so. Ein bisschen angry, ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Der ist ganz nett. Finde ich jetzt okay. Ist schade, dass nicht irgendwie. Wahrscheinlich wird er keine Maske mehr tragen. Im dritten Teil. Da geht es um den dritten Teil, gell? Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, weiterzuschauen. So, weil ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Aber es kann sein, dass die Sets irgendwas sagen. Ich keine Ahnung. Ja, also der Groot ist cool. Gibt's nichts. Ich habe ihm auch eine Wumme gegeben, weil. Wäre schade gewesen, wenn der jetzt hier nur einfach nackert dastehen würde. Cool bedruckt auch hier die Füße auch bedruckt. Sind bei dem anderen ja auch bedruckt hier die Füße. So stiefelmäßig. Sieht man das? So. Sind weiter weg. Ihr habt es gesehen vorhin gerade. Genau. Nee, also der ist gut bedruckt auf jeden Fall. Weil er ist ja. Ich weiß nicht. Ich habe den Trailer gesehen und ich finde, der Groot sieht so ein bisschen aus wie früher. Die Typen im Godzilla-Anzug, wisst ihr noch? So den alten Godzilla-Film, wo sie so in diesen Gummianzügen waren. Also ich finde, der sieht so ein bisschen danach aus. Ja. Habt ihr die Trailer? Schaut euch mal den Trailer an und dann wisst ihr, was ich meine. Ja, genau, das war es jetzt zu dem kleinen Set hier. Zu dem hier. Ist ganz nett. Finde ich okay. Zwei tolle Figuren. Für einen Zehner. Passt. Zwei Sticker. Kriegen wir auch, ist auch schon. Ja, kommen wir zum großen Set, oder? Hier, das Teil. Ja, also das große Set. Das ist das Guardians. Das Guardians-Schiff. So ist es nämlich. Das Guardians-Schiffo. Wir kriegen nicht wie bei vielen anderen Sachen, kriegen wir nicht irgendwie so extra Dinger. Das ist auch eben immer. Das ist die altbackene Lego-Anleitung, die sie bei Indiana Jones ein bisschen besser gemacht haben, finde ich. Und beim Batman-Set war das ja auch ein bisschen anders und so. Also ich finde, da haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ist halt wieder die normale Beschreibung. Passt. Zum Bau selber. Was machen wir zuerst? Wollen wir uns das Schiff? Wir schauen uns die Figuren zuerst an, oder? Wir schauen uns die Figuren an. Wir kriegen insgesamt vier Figuren. Fünf, Entschuldigung. Wir kriegen fünf Figuren. Die hier. Das sind die Dudes. Ja, ich zeige es euch jetzt nochmal im Einzelnen. Ich vergleiche mal kurz die beiden vom Set, ob da irgendwas anders ist. Weil nicht, dass ich wie beim Indiana Jones wieder ein bisschen Schmarrn erzähle. Nee, sind eins zu eins dieselben Figuren. Ja, welche war jetzt welche? Ist ja wurscht, sind die gleichen. Ja. Das ist, dann brauche ich euch den ja nicht zeigen, das ist dieselbe Figur. Gell? Dieselbe Figur. Im großen Set wie in dem Extra-Dings. Aber wir kriegen keinen Groot im großen Set. Deswegen muss man sich das kleine Set fast holen, wenn man den Groot haben will. Und dann wäre die Crew ja komplett. Schätzungsweise. Verzeihung. So, und das ist diese garstige Cyborg-Alte. Die Schwester von der grünen garstigen
Nicht Cyborg, alten. Genau. Zwei Schwerter, cool. Finde ich geil. Selber Torso, also selbe Figur, außer dem silbernen Arm. Die Handschuhe sind gleich. Oh, die Handschuhe. Ja, das war bei der anderen Figur noch so. Genau. Der Kopf ist ganz cool. Habt ihr gesehen? Passt. Weniger als 5% Akku verbleibend. Ach, da muss ich ja wohl. Da muss ich wohl die Kamera anstecken. Das kann sein, dass jetzt mal kurz wackelt, hä? Ich filme die mal. Sekunde, Sekunde. Ich habe mit euch die Kamera wieder angesteckt, damit wir hier weiter labern können. Also ich. Und ihr mir weiter zuhören könnt. Ist doch auch cool. Er ist eigentlich volles Viech, aber anscheinend hat er denselben Körper wie die anderen. Boah, nagelt mich jetzt nicht fest. Ich hol die Verpackung. So, okay, zufrieden? Gut, das freut mich. Das vorhin war die Nebula, gell? Und das ist jetzt der Drax. Hier, der da, der Dude. Und das andere ist natürlich der Star-Lord, ist ja klar. Ja, der kriegt zwei Messer, weil der liebt es ja mit den Messern und so. Das ist cool, weil ich brauche den Karton sowieso gleich. Perfekt. Gut, dass ich es geholt habe. So, das ist der Drax. Habt ihr gesehen? Ich finde das Gesicht ganz cool gemacht. Ich finde, die Zeichnung hätte ruhig ein bisschen weiter. Was mich an diesem Glatz, wenn jetzt eine Figur eine Glatze hat, was mich da echt ein bisschen stört, ist die Noppe. Ich meine, beim Darth Maul haben sie ja auch so einen Kranz rummachen können. Das wäre halt so Liebe zum Detail dann noch, finde ich. Wenn dann hier jetzt quasi noch so ein Ding wäre, das ihm wirklich eine Glatze verpassen würde. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich wisst ihr, was ich meine. Eigentlich war ich jetzt ein bisschen hier nicht gentlemanlike, weil Ladies first. Das ist die Mantis. Mantis hat keine Waffe. Die hat nämlich ihre Fühlerchen. Mantis hat aber tatsächlich ein Wendegesicht, weil die Haare, die sind so ein bisschen gummimäßig. Das ist ganz geil. Weil die Haare sind separat mit den Fühlern. Das ist cool, weil dann hat man quasi nochmal ein Wendegesicht. Ja, das ist die Mantis. Aber die Körper sind alle gleich. Jede Figur hat denselben Körper. Nur einen anderen Kopf. Nicht so, ne? Okay, er ist ganz anders. Er kriegt so einen Umhang noch. Das ist der Adam Warlock. Hat im Grunde dieselbe Frisur wie der Star-Lord. Ganz cool bedruckt, muss ich sagen. Ich mag dieses Gold. Hier. Und er hat diese Feuerdinger, weißt du? Die hier. Es übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, diese Teile hier, das sind Shooter tatsächlich. Wenn man hier hinten drauf drückt, also wenn man die so ein bisschen biegt, das ist so gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Also das habe ich mal beim anderen YouTuber gesehen. Nagelt mich nicht fest bei welchem, aber bei dem anderen. Cool, oder? Damit kannst du Leute wegballern. Nice. Ja. Das sind die Figuren. 1, 2, 3, 4, 5 Figuren. Mit dem Groot dann, mit dem kleinen Set zusammen, hat man quasi die Crew komplett. Die Crew wären natürlich nur Groot, Mantis, Star-Lord, Drax und die Nebula. Das ist die Crew. Wisst ihr Bescheid? Ich habe jetzt zwei Star-Lords. Nice, oder? Und ein Oval Office. Was wir bei dem Schiff dazu bekommen, um dieses Schiff hier geht es gerade, sind 1, 2, 3, 7 Sticker. Ich habe ja vorhin gesagt, wir werden es herausfinden, ob Sticker sind. Das sind Sticker, ist halt so. Gell? Beim Bau, der Bau ist, ja, der Bau ist schon stark wiederholend. Also man wiederholt so viel, weil das sind diese Kreise, wie man aufbaut hier. Und ja, man baut immer alles. Hier baut es 10-mal, hier baut es, warte, ihr wisst Bescheid, baut es 8-mal und so. Also, ja, es sind zwei Kreise. Ich zeige euch das Schiff, dann erkläre ich es euch. Gell? Das Schiff
Das The New Guardianship. Ist klar, oder? Tada. Also, wo wir gerade bei der Ansicht hier sind. Diese Teile hier, die sind schon cool, die hier. Die haben so einen leichten Schimmer in einer anderen Farbe und so. Also, die sind richtig nice. Das hier kann man auch so ein bisschen bewegen da. So. Seht ihr? Man kann quasi die Richtung, in die man fliegt, kann man anpassen. Genau. Das ist das Schiff. Es ist jetzt tatsächlich im Verhältnis zur Milano relativ klein, aber es ist größer, als ich gedacht habe tatsächlich. Also auf den Bildern sieht es kleiner aus. Das ist schon ein mächtiges Schiff. Und das ist das, was ich meine. Ihr habt hier zwei oben und unten quasi dasselbe. Alles, was ihr seht, sind Sticker, außer im Cockpit. Da haben wir bedruckte Teile. Ja, hier sind zwei Schwerter dran. Fragt mich nicht, was die außerhalb des Schiffs verloren haben. Aber, Action-Feature, man kann hier so Waffen ranmachen. Ich habe, also wenn man das hier wegklappt, dann hat man die Möglichkeit quasi die Waffen zu verstauen, damit man die Figuren dann quasi da reinsetzen kann. Ja, es ist man kriegt diesen Stand dazu, den braucht man tatsächlich auch, meiner Meinung nach. Kommen wir noch dazu. Schauen wir uns mal hier noch so ein Spielfeature an, weil wir sind ja gerade bei den Spielfeatures. Ach, jetzt geh her da. So, wir sind ja gerade bei den Spielfeatures. So sieht das aus. Ich glaube, ich sollte... Ah, deswegen brauche ich es. Runtergefallen, nie wieder. Kriegen wir nie wieder. Okay. Ich bin wieder vorbereitet wie nur eins. Ihr kennt es nicht anders. Ihr wisst es doch. Ihr wisst doch, wie ich drauf bin. Sekunde. So. Ja? Hier. Ja, ich bin Fuchs, ha? Ein Fuchsi. Ja, genau. Also das ist ein Spiel, das ist halt ein Feature, dass man es da reinmachen kann. Und dann haben wir tatsächlich ein Spielfeature. Wir können nämlich hier diese Seitendinger, die kann man dann aufklappen hier so. Zack. Und dann kann man die jeweils rausmachen. Die sind hier nur so mit so ein bisschen Ding verbunden. Dann schiebt man das hier so nach hinten und hat hier die Möglichkeit, quasi jemand reinzusetzen. Das machen wir natürlich. Und da kommen die Mantis rein. Hoffe ich mal. Aha, doch, geht. Ja. Da kannst du dann eine Figur reinsetzen und kannst dann mit dem kleinen Schiff quasi fliegen. So. Ja. Das ist ein Spielfeature. Das ist für mich ein Spielfeature. Ich finde das ganz cool. Da sieht man mal, das ist mit der eigentliche interessante Teil. Das Cockpit hat aber hier echt, im Grunde wären die alle tot, weil hier so viele Lücken sind. Hier ist alles frei. Da. Ja. Also, und es ist halt wirklich nicht groß. Und mit wirklich nicht groß meine ich, es ist wirklich nicht groß, weil... Wir kommen jetzt zum Cockpit. Ja. Machen das Cockpit auf. Weil es passen nur. Warte mal, ich versuche mal ein bisschen ins Licht zu drehen. Kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Licht hier. Ja, danke. So. Es passen 1, 2, ja, maximal 3 Leute passen rein ins Cockpit. Wir haben hier ein paar bedruckte Teile. Eben die Armatur. Aber es passen 3 Leute rein. Es sind 5 Mitglieder. 2, 4, 5. Wo fliegen die anderen mit? Hier hinten drin oder was? Tun wir die hier rein? Egal. Kein Platz. Dafür haben wir 2 kleine Dinger. Vielleicht soll man sie dann draußen hinsetzen, wenn man durchs Weltall paced. Ja, passt. So, das ist der interessante Teil, den man baut. Dieser Block. Das ist ganz cool. Die Scheibe ist gut. Die ist nice. Ich weiß nicht, ob die besonders ist jetzt in dem Set, aber keine Ahnung. Sticker, ist klar. Und jetzt kommt's. Wir haben hier so eine Rampe. Das sieht man ja auch im Trailer, die Rampe. So, die Rampe. Da ist auch so ein bedrucktes Teil tatsächlich. Nein, sorry, das ist ein Sticker. Was ich wieder rede. Also das ist ein Sticker. Genau.
Wir haben hier die Rampe und da steigen die normal aus. Also hier steigt niemand aus. Und da steigt ja auch keiner ein. Jetzt kommt mein Problem mit diesem Set. Ich habe nämlich ein kleines Problem, weil es ist weder ein anständiges Display-Set, so wie die Milano. Die Milano ist wirklich ein anständiges Display-Set gewesen. Das kannst du so hinstellen, hast auf dem Ständer und so und alles ist cool. Noch ist es ein Spieleset, weil es ist relativ schwer für Kinder, das so zu halten und so. Und wenn ich jetzt lande, zum Beispiel, ich lande auf dem Planeten irgendwas. So, wir landen jetzt. Dann mach mal die Luke auf unten. Das kannst du knicken. Ja, hier ist die Luke zum Aussteigen. Da steigt niemand aus. Geht halt nicht. Hat halt nichts zum. Das heißt quasi, wenn ihr auf dem Planeten landet, dann taucht wie aus dem Nichts der Ständer auf und dann landet ihr mit dem Ständer und dann könnt ihr die Leute aussteigen lassen. Und dann geht es nicht mal bis zum Boden. Also, ja, es ist kein Spieleset so richtig. Das ist wieder Spiel. Und dass man hier so ein paar Abenteuer hat, hier, mit dass man was verstecken kann und so. Es ist stabil, das muss man schon auch sagen. Es ist schon, man baut es auf und es ist relativ stabil. Wenn ich das hier hinten anpacke, damit ich dann da umeinander fetzen kann, passt sich das, aber für Kinder ist es eigentlich zu schwer. Ja, und es ist halt eben nicht wirklich ein Spieleset, aber auch kein Display-Set. Ein Display-Set wäre für mich quasi dieses Teil hier nochmal, ich sage jetzt mal, um so ein Stück massiver. Dass zumindest die ganze Crew in das Schiff reinpasst. Lego. Das wäre schon geil gewesen. Weißt du? Die steigen ja alle aus dem Schiff aus. Also im Verhältnis, wenn ich jetzt den Trailer nehme, ist das, stimmt das Verhältnis halt 0,0. Und das ist schade. Die Farben. Schaut euch mal die Farben an. Die Farben sind toll. Das ist richtig cool. Das ist quasi verschenktes Potenzial, muss ich sagen. Dieses Modell ist verschenktes Potenzial. Für die Teile, ich weiß nicht, ob die besonders sind in dieser Farbe. Ich denke, bei Lego Friends gibt es solche Farben schon. Und die Teile wahrscheinlich auch. Es ist natürlich nicht so teuer wie die Milano. Die Milano ist, glaube ich, 30 Euro teurer oder so. Aber das Ding, wenn halt im Angebot ist, ist immer noch zu teuer. Weil. Die Figuren haben alle denselben Körper, also es ist auch nichts Besonderes. Die haben halt einfach jeder einen anderen Kopf. Und ja, es ist tatsächlich nicht wirklich ein Spielmodell und auch kein Displaymodell. Oh Gott, was hätte man denn mit dem Innenraum machen können so? Die ist wahrscheinlich, filmtechnisch ist die wahrscheinlich noch um so ein Stück tiefer. Und dann geht das ganze Gedöns erst los hier mit dem Kreis und so. Schätze ich jetzt mal. Ja, aber die Farben sind geil. Und wenn man sich so hinstellt so, und man schaut sich es nur an, dann ist es halt für mich eine Themenverfehlung. Wenn ich das hier bewerbe hinten, dass man damit spielen soll, dann passt es nicht zusammen. Es passt einfach nicht. Leider. Lego. Ich hätte mich gerne positiv überraschen lassen. Ich lasse mich immer gern positiv überraschen, aber diesmal hat es nicht funktioniert. Ja. Genau. Ja, ich muss wieder, sorry, es ist so schlimm, weil ich muss wieder das Indiana Jones Set nehmen, das letzte, das große, als Beispiel. Die haben es geschafft, ein Display-Set zu machen, das auch ein brutal gutes Spieleset ist für Kinder. Das steht gut da, das ist ein tolles, toll durchdachtes Set. Gut umgesetzt von der Thematik her und alles. Und dann servieren sie den Marvel-Fans das hier. Es ist fast so enttäuschend, finde ich, wie bei Star Wars. Aber Star Wars toppt es immer noch. Also manche Sachen von Star Wars toppen es echt hart, was Enttäuschungen angeht. Ich mag Star Wars. Genau. Ich finde Marvel auch ganz okay. So, die Farben sind geil. Ich finde es, es ist so eine schöne Farbe. Es ist so monoton aufzubauen. Teilequalität ist Lego typisch gut. Ich mag die Teile von Lego. Das ist nicht so anstrengend, die hinzuklemmen und so und alles. Das ist schon cool. Aber es ist halt echt ein schlecht durchdachtes Set. Das hat einer gemacht oder entworfen,
der weder Kinder hat, mit denen er spielt, oder der Erfahrung hat, was Kinder taugt zum Spielen, und der von der Lizenz keine Ahnung hat. Mit Sicherheit. Der hat halt ein Bild gesehen. Ja, geil. Machen wir so ein Schiffchen. Ja, das hätte er auch gut und gerne ohne Figuren oder nur mit so einer Figur, einer Special-Figur vielleicht. Ja, der ist Special, okay, alles klar. Passt. Eine Special-Figur haben wir. Groot kriegen wir für 10 Euro. Und der ist noch mit die aufwendigste Figur von all den Guardians. Der da. Ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht mich. Alle, die Klemmbausteine feiern, so wie ich, die verstehen mich. Ja. Apropos, weil wir das hier so schön abfeiern, hier das Guardianship. Ich mach mal alle Klappen auf schnell noch, damit ihr das seht. Was hier, weil das habe ich ja bei der Milano auch gemacht. Ja, ich habe ja da auch die Klappen alle aufgemacht. So. Und diese Dinger hier kann man aufklappen. So, jetzt habt ihr das aufgeklappt. Gell? Und da sind quasi jedes Mal dieselben Aufbewahrungsmöglichkeiten für irgendwas. Und da haben wir hinten zwei Schwerter. Die Schwerter machen mich so stutzig. Warum sind da am Heck vom Schiff zwei Schwerter? Das verstehe ich nicht. Ich hoffe, der Film klärt mich dann auf. Oder uns. Wir werden es sehen. Gell? Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ding hier haltet. Jetzt mal. Ja. Genau. Und ihr schreibt in die Kommentare. Ihr schreibt in die Kommentare, schreibt ihr Groot, Groot, also Hashtag Groot. Und bei 150 Views verlose ich ein so ein Ding. Und jetzt kommt's. Zwei solche verlose ich. Hier. Da gibt es einen Short, gell? Schaut euch das an. Den Doctor Strange. Ich mag den. Der ist cool. Ich mag auch. Jetzt kann ich auch drüber reden kurz. Die Zeit nehmen wir uns noch. Ja? Dieses kleine Ding, das ist ein Polybag. Ich zeig's euch. Schaut meinen Short an. Das ist ein Polybag. Also, das kostet 5 Euro ungefähr. Und man kriegt so ein cooles Ding hier. Das ist ein kleines Mini-Diorama. So wie das Star Wars Diorama, das ich gemacht habe. Wisst ihr noch? Gibt's auch einen Short. Aber das ist doch geil. Schaut mal, hier im Hintergrund sieht man die Silhouette von der Stadt und so. Hier sein, weiß ich nicht, ein Zaubertrank oder keine Ahnung. Und ihn, die Figur. Die Figur, komm, ich muss euch die Figur zeigen. Die ist top. Die ist top, top. Gell? Richtig cool. Das ist eine tolle Figur. Auch im Short habe ich sie, zeige ich sie genauer, da könnt ihr sie anschauen. Mega. Feier ich ab. Genau. Also einmal so ein Package. Hashtag gut bei 150 Views und zwei von denen. Wobei das ja mein Favorit ist. Gell? Aber Hashtag gut, da geht es um gut. Den werde ich dann als erstes verlosen und danach zwei von den anderen. So machen wir es. Gell? Danke fürs Reinschauen, danke fürs Einschalten, danke fürs Abonnieren und Teilen und Liken. Ihr seid die Besten, kurz nach mir, ist ja klar. Haust rein.